Servus, ich bin der Franz, in St. Anton geboren und aufgewachsen. Seit meinem 17. Lebensjahr als Schüler hier am Arlberg und in St. Anton unterwegs. Möchte euch jetzt einen wunderschönen Wintertag am Kabal etwas mehr über St. Anton und meine Heimat erzählen. Los geht's! Die schönste Erinnerung als Schüler, die Ehre, mit dem englischen Prinzen, Prinz Edward, Ski zu fahren, mit Arnold Schwarzenegger oder Paul Anka Ski zu fahren, welche alle sehr grob berühmte Persönlichkeiten waren und das doch eine Ehre war für mich. Wenn ihr hier neu in St. Anton seid, eine Empfehlung meinerseits, auf den Kabal hochfahren, das wunderbare Panorama genießen und als Alternative bei Schlechtwetter in das paradiesische Verwalltal, begleitet von einer herrlichen Loipe oder einem wunderschönen Wanderweg mit einer guten Einkehrmöglichkeit, würde ich sehr empfehlen. Und jetzt zeige ich euch meine Lieblingsabfahrt vom Kabal über den Gampen hinunter zum Fang. Ist das nicht ein Traumtag heute? Herz, was willst du mehr am Arlberg? So, jetzt haben wir uns die gute Tiroler Küche verdient. Ein Klassiker beim Skifahren ist das berühmte Wiener Schnitzel. Damit wünsche ich jetzt einen guten Appetit. Jetzt gibt es einen Techniktipp von mir. Die meisten Skifahrer denken nicht, bewusst zu atmen. Es ist schwierig, aber man sollte hier und da versuchen, auch die gute, bewusste Atmung in das Skifahren einzubauen. Erleichtert vieles und man wird natürlich nicht so schnell müde. Was uns hier in St. Anton eine Ausnahmestellung gibt, ist die Vielfalt der Pisten und hier vor allem die Möglichkeit des Freifahrens abseits der Piste, wie hier zum Beispiel ganz bekannt hinter mir das Matun, die Matun-Abfahrt, die für Freerider und Ski-Experten gerne gefahren wird und immer ein großartiges Erlebnis ist. Mit die schönste Erinnerung in meinem Skilehrerleben als Jugendtrainer für den Skiclub Arlberg in meinen ganz frühen Jahren die Jugend des Skiclub Arlbergs betreuen durfte, ist mir gut in Erinnerung geblieben, die einheimische Jugend so begeistert für den Skisport zu sehen und vielleicht ein klein wenig dazu beizutragen. Und damit verabschiede ich mich von euch mit einem wunderschönen Blick auf den Riffler, ein schöner Skiberg hier am Arlberg, und wünsche euch eine schöne Zeit hier in St. Anton und würde mich freuen, euch hier willkommen heißen zu dürfen.